Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Cyrils Brettspiele. Heute zeige ich euch etwas mal aus dem Bereich Komponenten wieder. Und zwar, ihr kennt alle sicherlich Harry Potter Hogwarts Battle. Dieses hier ist die Originalversion aus dem Hause USA Opoli oder neuerdings The Op, also die amerikanische Version. Und dafür gibt es etwas, womit man sein Spiel pimpen kann. Und zwar gibt es diese Hüllen hier. Die wunderbar gestalteten natürlich Hüllen hier, einfach 160 Stück sind hier drin, 2x80 für die normalen Karten und dann gibt es diese Packs hier natürlich für die Dark Alley Cards, aber auch hier für die Location Cards. Somit habe ich dann im Grunde alles, was ich brauche, um meine Karten zu sleeven. Und ihr werdet wissen, dass gerade bei so einem Deckbilder, ich zeige euch mal eben ganz kurz, wie das da nachher aussieht, gesleevte Karten natürlich auch deutlich einfacher zu mischen sind hier, aber auch natürlich deutlich sicherer sind, weil man sie ja eben sehr häufig mischt. Ihr hört, mein kleiner Hund bellt auch gerade, aber ich rede einfach mal weiter. Ja. Die bedruckten Karten sind natürlich dadurch, dass sie bedruckt sind, sehr limitiert in dem, wofür man sie brauchen kann, nämlich im Grunde nur für dieses Spiel. Aber wer wie ich, wie unsere ganze Familie mit meiner kleinen Tochter im Moment im Harry Potter Fieber ist, ja, der möchte auch das Fieber schüren und das Spiel quasi noch etwas hiermit aufpimpen. Die Karten selber haben sonst ja normalerweise auch den gleichen Rücken. Aber wie gesagt, Sleeves für gerade für Deckbilder, eines der Dinge, die man immer mal kaufen kann. Und wer hier Dinge haben möchte, die er extra für dieses Spiel hat, für den hat The Op dann auch diese Hüllen im Programm. Und ja, ihr seht, ich habe sie mir gegönnt, wieso auch nicht. Ja, alles in diesem Sinne würde ich sagen, ich bleibe weiterhin an Harry Potter dran. Die haben ja im Moment Wizarding World, heißt das ganze Marketingkonzept im Moment von der Frau Rowling hier, die ja offensichtlich das in eine Art Marketingfirma ausgelagert hat und alles jetzt unter diesem Wizarding World rausbringt. Ich bin total angetan und ich werde sehr, sehr viel euch davon noch vorstellen, weil ich aktuell richtig heiß bin auf Harry Potter. In diesem Sinne, übrigens, ganz kurz nebenbei nochmal, in diesem Sinne, das bedeutet natürlich auch, wir spielen es nochmal und was ist schöner für einen Spieler, als ein Spiel nochmal zu spielen, auch wenn man schon mal durch hatte. So kommt das Spiel eben nochmal auf den Tisch, einfach nur wegen des Sleeves. In diesem Sinne, meine Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Cyrils Brettspiele und vielleicht ja wieder was von Harry Potter oder irgendetwas anderes. In diesem Sinne, tschüss, euer Jetzt.